Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Tipps- bzw. Informationsvideo. Viele von euch wissen es vielleicht schon, also geht das Video eher an die, die das nicht gecheckt haben, an denen diese Information vorbeigegangen ist. Durch das letzte Raiders Event Update, durch diesen Patch, haben wir eine interessante Neuerung bekommen. Wir können jetzt, wen es schon immer gestört hat, dass man das Rotpunktvisier nicht manuell einstellen kann, dass es eben nicht mehr rot ist, sondern dass man es vielleicht nur mit dem Farbblindmodus anders gestalten kann, wie zum Beispiel gelb. Das war ja wirklich sehr begrenzt. Wir können das jetzt selber einstellen nach unseren Wünschen. Hell, weiß, dunkel, rot, lila, hast du nicht gesehen. Völlig egal, wir gehen in die Einstellung. Ich habe extra kurz das Spiel mal auf Deutsch gestellt. Ihr geht unter den Reiter Gameplay bis hier runter auf Fadenkreuz. Steht normal auf Standard und hier müsst ihr auf Anpassen gehen. Dort schaut euch dieses Bild an. Ich mache mal kurz die Kamera weg, damit ihr auch alles wirklich seht. Ihr könnt nämlich hier schon mal voreingestellte Farben einstellen. Und wenn ihr euch wundert, was das hier ist, das ist einfach so eine Art Testbildschirm. Ihr könnt hier verschiedene Maps in verschiedenen Helligkeiten oder eben dunklen Bereichen durchseppen, um einfach abzuchecken, ist die Farbe, die ich hier eingestellt habe, auch wirklich passend, und ich kann wirklich überall alles optimal sehen. Und ich zeige euch gleich, gelb ist zum Beispiel vielleicht nicht ganz die perfekte Wahl. Ihr könnt hier nämlich sehen, zum Beispiel hier auf dem Rasen, wenn ich jetzt nämlich hier an der Sättigung dieser gelben Farbe ein bisschen rumschraube, seht ihr, das wird vielleicht immer schlechter oder besser oder greller. Und hier geht das in eine Richtung, wo ich vielleicht das Fadenkreuz nicht mehr richtig sehe. Und vor allen Dingen, wenn es nur das Standard-Rotpunktvisier ist. Habt ihr euch ein bisschen vermacht und merkt, oh fuck, das sieht nicht ganz so geil aus, oder ihr wollt es einfach auf Standard, geht ihr hier wieder auf dieses Feld und ihr setzt das Rotpunktvisier wieder auf die Standardeinstellung. Ihr könnt theoretisch mit eurem Cursor die Bestätigungstaste wie bei der PlayStation X gedrückt halten und könnt hier mit dem Stick hin und her sliden. Bei mir hängt sich aber der Slider auf und dann portet sich auf einmal hier der Cursor. Also ich kann hier nicht feinjustieren. Keine Ahnung, warum das bei mir nicht geht. Da hat sich irgendwas aufgegangen. Schreibt mal in die Kommentare, ob es bei euch genauso ist. Auf jeden Fall könnt ihr hier einfach ganz easy durchseppen. Sucht euch eine Farbe aus. Seppt die Testbilder durch. Das dient einfach dazu, dass ihr nicht blindlings irgendeine Farbe einstellt. Dann geht ihr ins Match und merkt, fuck, ich erkenne das Dot nicht oder den Punkt nicht. Das könnte echt belastend sein. Deswegen auch hier zum Beispiel das Blau. Wenn ich jetzt hier ein bisschen an der Sättigung schraube, sieht man, es könnte vielleicht im Hintergrund nicht ganz so gut gewesen zu sehen sein. Und deswegen, ach so, übrigens auch das kann man hier noch. Ihr könnt ja theoretisch einen Farbcode einstellen für die Farbe Rot, Grün und Blau. Macht euch den Spaß und googelt zum Beispiel die Farbe der Simpsons. Diesen Farbcode kann man ergoogeln. Dann kannst du den hier eingeben für die jeweiligen drei Farbstufen und dann kriegst du hier das perfekte Gelb von den Simpsons raus. Nur mal so nebenbei bemerkt. Ich würde euch eine Farbe empfehlen wollen. Ich habe es auf dem Trainingsgelände schon getestet. Übrigens funktioniert nicht bei dem Kraber Visier und bei welchem war es noch? Kraber Visier siehst du es nicht. Und ich glaube, das war's. Ne, Kraber Visier und das 10-fach goldene Visier für die Sniper. Da funktioniert das nicht, da hast du die ganz normalen Fadenkreuzfarben. Das wollte ich sagen. Ich empfehle euch Pink. Mag vielleicht nicht jeder Kerl. Völlig in Ordnung. Aber ich würde sagen, Pink sticht aus allen Testbildern eigentlich optimal heraus. Ich würde es sofort so einstellen. Ich habe es gerade auf dem Trainingsgelände schon mal getestet. Egal ob hell oder dunkel oder von hell in dunkel übergreifen. Wenn du so ein bisschen rumsetzt und guckst in einen Türausgang oder in ein Fenster, wo es hell ist, du siehst es einfach absolut genial. So, Leute, das war's von diesem kurzen Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches ist eure Farbe. Habt ihr vielleicht irgendeinen mega geilen speziellen Farbcode, den man vielleicht mal testen könnte? Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.